Hallo Community und herzlich willkommen hier zum neuen Blitzduell-Video. Natürlich wieder mit Valentin. Hi. Und mir, Patrick. Und wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. So, wir sind hier auch schon, wie ihr sehen könnt, mitten im Geschehen drin. Nichtsdestotrotz unterbrechen wir das noch einmal für etwas Wichtiges. Eine Durchsage von Valentin. Das Gewinnspiel. Oh. Und zwar gibt es diesmal zu gewinnen einen Watchtower 100 Plus von Gamegenic, Convertible natürlich, in grün. Convertible, weil ihr einfach die Laschen abnehmen könnt, die Boxen herausnehmen könnt. Und wer von euch die letzten Outsiders-Video geschaut hat, der kennt vielleicht den Squire oder den Sidekick. Der Unterschied hier ist, dass ihr eine komplett rausnehmbare Deckdose, Box, wie auch immer, habt. Und noch ein Extrafach für Würfel, kleine Tokens, kleine Murmeln, was auch immer ihr noch mitnehmen möchtet. Diese Glasperlen, diese Steinchen kennen vielleicht auch viele. Genau. Genau, könnt ihr alles da reinpacken, gibt es zu gewinnen. Jetzt habe ich aber genug gesagt, wie gewinnt man den denn? Indem man ganz viel Glück hat. In und? Was ihr machen müsst, um daran teilzunehmen an dem Gewinnspiel, ist eigentlich relativ simpel. Ihr müsst erstmal, ganz wichtig, diesem Video einen Daumen hoch geben. So, Schritt 1. Schritt 2, einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht, wie wunderbar doof wir waren, als wir für 3 gepitcht haben, als wir nur 2 hätten pitchen müssen oder. Ich glaube, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Und zu guter Letzt müsst ihr den Kanal abonnieren bzw. abonniert haben. Ihr müsst ihn natürlich nicht deabonnieren und neu abonnieren. Das wäre natürlich Quatsch. Und wenn ihr diese 3 Punkte befolgt, seid ihr schon im Gewinnspiel drin. Ihr werdet kontaktiert von uns, wie ihr zu uns Kontakt aufnehmen könnt. Kontaktiert, um Kontakt aufzunehmen. Sehr gut. Und dann schicken wir euch diesen Gewinn zu. Genau, das steht immer in den Kommentaren. Das heißt, es lohnt sich nach einer Weile nochmal zu gucken. Genau. Ja, ob man gewonnen hat. Viel Erfolg dabei. Und jetzt dir viel Erfolg beim Verlieren. Nee, das noch nicht, denn so. Wenn ihr genauso viel spielen wollt wie ihr, wie wir beide hier, ach in unseren Duellen. So, das willst du schon machen. Okay, das möchte ich tatsächlich schon machen, denn ihr seht ja jetzt gleich ein Duell, welches eine Beschreibung spottet. Wenn ihr sagt, Mann, das kann ich besser, dann kommt doch gerne vorbei, bucht euch Tickets auf der Website. Genau, auf traderonline.de findet ihr unter dem Reiter Events die Tickets. Sowohl für Flesh and Blood als auch für Yu-Gi-Oh! Und Magic. Kommt einfach vorbei, habt ganz viel Spaß, so wie wir jetzt gleich tatsächlich hoffentlich auch. Genau, wir haben auch tatsächlich schon ein paar Decks in letzter Zeit gespielt. Wir sind jetzt bei Outsiders. Genau. Von Outsiders hatten wir tatsächlich schon ein Video. Schaut gerne euch mal die alten Videos rein, um dort dann alle Decks zu sehen. In Zukunft gibt es aber auch noch weitere. Wir wollen alle eigentlich einmal gezeigt haben. Genau. Wir spielen heute Azalea gegen Katsu, also Waldläufer gegen Ninja. Und wer von uns darf denn zuerst seine Ausrüstung und seinen Helden erklären? Weil du so schön gefragt hast, du. Alles klar, immer der fragt, ich verstehe. Ich spiele Azalea. Der ein oder andere kennt sie vielleicht auch schon aus früheren Editionen. Sie ist nämlich ein wiederkehrender Held, genauso wie Katsu. Und hier natürlich in der jungen Variante, wir spielen ja Blitzdecks gegeneinander. Mhm. Und ihre Fähigkeit besagt folgendes. Einmal pro Zug darf ich eine Karte aus meinem Arsenal unter mein Deck tun. Falls ich das tue, lege ich die oberste Karte meines Decks aufgedeckt in mein Arsenal. Falls es ein Pfeil ist, erhält er Dominieren bis zum Ende der Runde. Und die Fähigkeit selber halt weitermachen. Das heißt, ich möchte gucken, dass oben ein Pfeil liegt, den dann gratis in mein Arsenal legen und den mit Dominieren abschießen. Soweit. Was macht denn Dominieren, lieber Valentin? Dominieren, falls ihr zum ersten Mal ein Flesh and Blood Video von uns guckt, ist, dass der Gegner gegen diesen Angriff nur mit einer Karte aus der Hand verteidigen darf. Also er darf noch seine Ausrüstung dazu nehmen oder ähnliches. Richtig. Aber nur mit einer Karte aus der Hand. Genau. Ja, die Waffe, die ich heute ins Feld führe, ist der gestachelte Schiffbruch. Die ist allerdings neu aus Outsiders. Ist ein zweihändiger Bogen und der besagt, einmal pro Zug darf ich für einen Pitch Value eine Pfeilkarte aus meiner Hand aufgedeckt in das Arsenal legen und auch einmal pro Zug spontan, auch wieder für einen Pitch-Value, darf ich einen verdeckten Pfeil in meinem Arsenal aufdecken und dann erhält er eine Peilungsmarke. Dazu habe ich noch das Krähennest, das ist in diesem Set die Azalea-Spezialisierung, heißt, ich darf den nur spielen, wenn ich Azalea auch als Helden spiele.
Und der besagt, immer wenn ein Pfeil aufgedeckt aus meinem Deck in das Arsenal gelegt wird, darf ich einen Pitch Value bezahlen und falls ich das tue, lege ich eine Peilungsmarke drauf. Hm. Ist also eigentlich ein bisschen, aber bekommen wir schon hin, bisschen gedoppelt. Naja. Zu meinem Equipment eigentlich relativ einfach. Fangen wir ausnahmsweise mal von unten an. Hier der Eisenfäule Beinschutz. Der verteidigt für 1 und hat Klingenbruch. Heißt, wenn ich ihn benutze, um zu verteidigen, zerstöre ich ihn am Ende der Combat Chain. Also sobald die Combat Chain geschlossen wird, so. Dann der abgetragene Waffenrock ist mein Brust-Equipment. Sagt, als spontanen Fähigkeit darf ich ihn zerstören und einen Pitch-Value erhalten. Das darf ich allerdings nur tun, falls ich keine Karten auf der Hand habe. Der Armschutz der Zuversicht ist meine Armausrüstung und hat als Aktion die Fähigkeit, dass ich ihn zerstören kann und dann die oberste Karte meines Decks aufdecken darf. Und wenn ich das tue, erhält der nächste Angriff, den ich spiele, plus x Angriff, wobei x gleich 3 minus der Pitch-Value dieser Karte ist. Muss man bitte ein bisschen Mathe studiert haben für dieses Deck, deswegen werde ich auch vermutlich verlieren. Und zu guter Letzt, mein Helm ist die Helmzier des Pfadfinders. Ist eine Kopfausrüstung, die für 1 verteidigen kann. Und wenn ich mit ihr verteidige, darf ich die oberste Karte des Decks eines Zielhelden mir angucken. Also theoretisch deine oder meine. Und hat auch Klingenbruch. Das heißt, wenn ich damit verteidige, muss ich sie am Ende der Combat Chain zerstören. Soweit zu meinem Equipment. Ja, kommen wir zu mir. Ich spiele heute Katsu. Ebenfalls ein wiederkehrender Held, wie du schon eben auch gesagt hast. Ninja. Und Katsu kann, wenn das erste Mal in einem Zug eine Angriff-Aktionskarte, die du kontrollierst, trifft, kannst du eine Karte mit Kosten von 0 abwerfen. Falls du dies tust, durchsuche dein Deck nach einer Karte mit Combo, verbanne sie und mische danach. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Da sieht man dann auch schon so ein bisschen die Idee von Katsu. Katsu bringt mit 2 Dolche. Zweimal dieselben, um genau zu sein, nämlich die Harmonisiertes Kodachi. Kann für ein Pitch einmal pro Zug angreifen, greift für 1 an und hat zusätzlich die Fähigkeit, falls sich in der Pitch-Zone eine Karte mit Kosten von 0 befindet, haben die harmonisierten Kodachi weitermachen. So. Du hast von unten angefangen, dementsprechend fange ich einfach mal oben an mit der Maske der vielen Gesichter. Die hat Klingenbruch, also das hat Valentin eben auch schon einmal erklärt, blockt für 1 und hat aber zusätzlich die Fähigkeit als spontan für einen Pitch, zerstöre die Maske der vielen Gesichter, bestimme einen Kartennamen, die nächste Angriff-Aktionskarte, die du in diesem Zug spielst, erhält den bestimmten Namen. Dann habe ich Blüte des Frühlings, das ist die Brustausrüstung, die kann als Aktion, zerstöre die Blüte des Frühlings, du erhältst einen Pitch und die ganze Aktion hat natürlich weitermachen. Die Kampfmanschetten sind meine Armschienen der Wahl, beziehungsweise die in dem Blitzdeck dabei sind. Die haben als Angriffsreaktion für 2 Pitch zerstöre die Kampfmanschetten. Eine Zielangriffaktionskarte erhält plus 1 Angriff. Und zu guter Letzt die abmildernden Schläppchen. Die haben Abmildern 1, können aber nicht blocken. Abmildern 1 sagt einfach, falls deinem Held Schaden zugefügt würde, kann ich einen Pitch bezahlen. Und falls ich das tue, wird davon dann ein Schaden verhindert. Und zusätzlich, sobald ich mindestens einmal damit Schaden verhindert habe, beziehungsweise das Abmildern ausgelöst oder aktiviert habe, um genau zu sein, also ich muss es bezahlt haben, unabhängig davon, ob ich was verhindert habe oder nicht. Aber, naja. Sind wir bei Frag den Judge oder? Mehr oder weniger. Verstehe. Und dann müsste ich die zu Beginn der Endphase zerstören. Das bedeutet auch, dass ich mit diesen Schuhen mehrfach Schaden verhindern kann, sofern multiple Schadensquellen da sind. Das ist ein wunderschönes Wort. Meine Güte. Wird gegen Azalea vermutlich eher selten der Fall sein. Die schießt meistens eigentlich nur einen Pfeil pro Zug. Aber darum die Geschichte, wenn man damit Schaden verhindert hat, wird es erst am Ende des Zuges zerstört. So kann man es halt mehrfach. Oh, so, okay. Das war ganz schön viel Gerede. Wir würfeln einmal, wer anfangen darf. Gerade oder ungerade, was darf es für dich sein? Gerade, bitte. Gerade. Das ist sehr gerade. Das sieht gerade aus. Dementsprechend darfst du entscheiden, wer beginnt. Ich glaube, ich möchte nicht beginnen. Okay. Dementsprechend darf ich anfangen. Wir ziehen beide auf 4 auf. Ich nehme mir schon mal hier so einen schönen Würfel und gebe dir Frech. Auch einen.
frech. Wissen die Leute, was es damit auf sich hat, oder müssen wir das noch kurz erklären? Das sind Pitchwürfel. Okay. Ja, die sind einfach nur dafür da, um anzuzeigen, wie viel Pitch wir theoretisch noch übrig haben. Genau. Aber genau. So. So. Das ist eine zu wenig. So. Wie wollen wir das denn machen? Ich glaube, ich möchte das so machen. Ja, ich bin auch unschlüssig. Okay, dann fangen wir nochmal an. Ich möchte Faust ins Gesicht pitchen. Mhm. Dann bedeutet, ich bekomme insgesamt 3 Pitch-Value und dann würde ich ganz gerne als erstmal mit meinem harmonisierten Kodachi angreifen. Bedeutet, ich habe noch 2 Pitch übrig. Und da Faust ins Gesicht Kosten 0 hat, hat die... Oder haben die Kodachi weitermachen? Ja, spannend. Ich glaube, das möchte ich einfach nehmen und dann einfach auf 19 Leben gehen. 19. Richtig. Wir sollten vielleicht zumindest für uns das auch irgendwie mit-tracken. Soll ich mal? So. Ja. Sehr gut. So, wir beide starten auf 20 Lebenspunkte tatsächlich, aber das seht ihr dann ja hoffentlich im Video. Nur wir haben jetzt gerade tatsächlich hier nichts liegen, weil wir ganz clever sind. Ja. So, okay, dann geht's weiter. Für ein Pitch machen wir das Ganze nochmal. Nächste, auch das nehme ich. Okay, dann würde ich ganz gerne für 0 mit meiner Faust in dein Gesicht, das ist ein Angriff für 2 und hat weitermachen. Ich glaube, ich möchte dagegen mich verteidigen mit meinem Gesicht. Okay. Nehme auch dann den Schaden. Ist das wohl eine sehr gute Hand. So, jetzt habe ich hier diese Fähigkeit von Katsu. Ich kann nämlich das erste Mal, wenn eine Angriffsaktionskarte, das wäre in diesem Fall Faust ins Gesicht, die ich kontrolliert treffe, könnte ich jetzt eine Karte mit 0 abwerfen, also mit Kosten von 0, um mein Deck nach einer Karte mit Combo zu durchsuchen. Das möchte ich aber nicht, weil ich tatsächlich die passende Karte schon auf der Hand habe. Denn ich möchte Öffne die Mitte spielen. Das kostet mich 2. Eine Ressource habe ich noch, die andere nehme ich aus meiner Hand. Und dementsprechend ist das jetzt ein Angriff für normalerweise 5. Aber falls Faust ins Gesicht der letzte Angriff in dieser Kampfkette war, was es war, hat Öffne die Mitte plus 1, weitermachen und dominieren. Dementsprechend benutzen wir diesen wunderschönen Würfel, um das anzuzeigen. Das ist jetzt ein Angriff für 6. Nun, und es hat ja dominieren. Mhm. Das ist natürlich schwierig. Ja, da werfe ich mal einfach 3 vor. Okay. Und würde noch 3 nehmen. Ja, dann nimmst du noch 3. Meine Güte, schwierige erste Runde für mich. War gut. Ja. So. Dann haben wir den Zug beendet, die Karten gehen in den Friedhof, die behalte ich natürlich und diese Karten gehen unter die Bibliothek. Genau. Ausnahmsweise ziehen wir beide auf. Genau. In der ersten Runde. Wie immer. Ja, das wäre eben spannend gewesen. Gut, dann schauen wir mal, was wir so machen. Ich glaube... Als allererstes möchte ich die gefräßige Meute pitchen für 1 und möchte das direkt ausgeben, um meinen gestachelten Schiffbruch zu aktivieren. Okay. Das heißt, ich darf jetzt eine Pfeilkarte aus meiner Hand ins Arsenal legen und ich würde den Felsnadel-Präzisionsschuss wählen. Der besagt, wenn der ins Arsenal gelegt wird oder dort aufgedeckt wird, darf ich mir die obersten 2 Karten meines Decks angucken und sie in beliebiger Reihenfolge zurücklegen. Das mache ich mal eben. Ich nehme die obersten beiden Karten an. Aha. Das, weiß ich nicht. Tja. Dann lege ich sie, glaube ich, in dieser Reihenfolge zurück. Und mach mal weiter. Eine Peilungsmarke bekomme ich ja nun nicht drauf.
Aber ich glaube, ich benutze mal die Fähigkeit von Azalea und lege eine Karte aus meinem Arsenal unter mein Deck, lege die oberste Karte aufgedeckt in mein Arsenal. Mhm. Und die bekommt dann, falls sie ein Pfeil ist, dominieren. Hm. Da ist natürlich jetzt sehr viel Glück, ob da ein Pfeil ist oder nicht. Das ist richtig. Ach, guck an. Wer hätte es gedacht? Der lähmende Schuss. Ja, der hat jetzt dominieren, diese Runde. Mhm. Das ist natürlich auch wichtig. Und dann pitche ich nochmal die Falkenschwinge, um, und um das Krähennest zu bezahlen, um eine Peilungsmarke draufzulegen. Okay. Entschuldigung. Alles gut. Zu viele Trigger, die ich gerade noch bedenken muss. Ja, jetzt habe ich nur noch eine Handkarte und die Karte kostet eins zum Ausspielen. Deswegen pitche ich noch ein rotes, um einen Pitch-Value zu generieren. Mhm. Den benutze ich, um den lähmenden Schuss abzuschießen. Der hat eine Peilungsmarke, deswegen greift er für 4 an mit Dominieren. Und die ist schon wieder weg. Genau. Mit 4 für Dominieren. Was kann die denn, wenn die mich trifft? Dann bekommst du einen Trägheitsspielstein. Oha. Ein Trägheitsspielstein besagt, zu Beginn deiner Endphase zerstöre die Trägheit, dann lege alle Karten aus deiner Hand und deinem Arsenal unter dein Deck. Hm. Das heißt, wenn du die Hand behalten möchtest, solltest du dagegen was tun. Hm. Die Hand ist tatsächlich gar nicht so gut. Dann? Unters Deck oder? Ja, ne? Genau, unters Deck. Dann würde ich. Einfach mal sagen, ich blocke für 3. Okay, dann würdest du noch einen nehmen, ja, wenn ich das richtig sehe. Korrekt. Und dann ist dieser Trägheitsspielstein für dich. Yay! Ja, damit bin ich fertig. Ich habe kein Weitermachen mehr. Ich lege ziemlich viele Karten unter mein Deck und ziehe mal 4 neue. Okay. Dann würde ich ganz gerne für 1 mit meinen Kodachi angreifen. Und ich habe wieder was mit Kosten 0 in meiner Pitch-Zone. Deswegen haben die weitermachen. Ja, lass mich einmal überlegen. Ich habe die Karten ja jetzt auch das erste Mal gesehen. Alles schwierig. Man merkt schon so die tolle Fähigkeit der Ninja. Ich greife dich für 1 an. Na, möchtest du für 1 Schaden wirklich eine Handkarte opfern? Genau, das ist das Problem. Jetzt ist natürlich meine Frage, brauche ich alle meine Handkarten? Aber ich vermute, dass da mehr noch kommt und die Karte hat ja schon weitermachen. Deswegen würde ich die einfach mal nehmen. Und ja. Dann probieren wir das Ganze doch nochmal. Die ich auch nehmen würde leider. Okay. Dann würde ich ganz gerne als nächstes für 0 Narbe um Narbe spielen. Das ist ein Angriff für 4. Und wenn ich das spiele und falls ich weniger Lebenspunkte habe als mein Gegner oder als ein gegnerischer Held, hat die weitermachen. Dann würde ich ganz gerne die für 3 einmal blocken. Okay. Einen noch nehmen. Ich habe keine Angriffsreaktion. Okay, dann kriegst du einen Schaden. Ich habe keine Verteidigungsreaktion. Also ich möchte keine Verteidigungsreaktion auslösen. So. Dann, weil ich es kann, würde ich ganz gerne diesen Trägheitsspielstein kaputt machen. Dann ist das wohl das Ende deiner Runde. Diese Karte aus meiner Hand unter mein Deck. Und dann ziehen wir mal. Die muss natürlich auch noch runter. Ich. Jetzt hätte ich natürlich eine Sache gut machen können. Ja, ich lerne dieses Deck noch. Aber gut. Ich möchte mal den Witwenmacher pitchen, um den infizierenden Schuss aus meiner Hand in mein Arsenal zu legen. Mhm. Das mache ich mit meinem Bogen. Und dann möchte ich Azaleas Fähigkeit, glaube ich, auslösen. Auch wenn ich nicht weiß, was meine oberste Karte ist. Also ich
bin jetzt am, wie sagt man? Riskieren? Ja, auf Englisch würde ich gamblen sagen, also am der Felsnadel-Präzisionsschuss. Ist jetzt nicht die beste Karte in Blau im Arsenal zu haben, aber immerhin ein Pfeil, das heißt, sie hat dominieren diese Runde. Und ich darf mir die obersten zwei Karten meines Decks angucken, weil sie ja ins Arsenal gelegt wurde. Ich möchte keinen Pitch-Value bezahlen, um ihr noch Dominieren zu geben. Keine Peilungsmarke für dich? Keine Peilungsmarke für mich. Ja, das ist in Ordnung so, schätze ich. So, jetzt muss ich überlegen, was ich damit noch tue. Ich könnte... Wobei, das lohnt sich nur bedingt. Weißt du was? Ich pitche für ein rotes noch einen Witwenmacher und schieße dir den Felsnadel-Präzisionsschuss für drei, genau. Das können wir leider nicht anzeigen, weil dieser Würfel nur minimal 4 hat. Ja gut, aber der ist ja unverändert, dementsprechend passt das, ja? Ja. Das passt dann schon. Dann nehme ich mal 3. Alles klar. Gehe ich auf 16 runter. Ja, ich... 16 zu 10. Und bemerke die ganze Zeit Fehler, die ich mit diesem Deck mache. Ich glaube, würden wir das ein zweites Mal spielen, würde das schon spannender aussehen für mich. Ja, aber vielleicht. Wer weiß. So. Ja, dann... Ich will natürlich auch mal ein bisschen zeigen, was dieses Deck so tut. Dementsprechend würde ich ganz gerne absteigende Sturmwelle pitchen. Für 2 insgesamt. Hab nach meiner folgenden Aktion noch 1 übrig. Denn ich möchte absteigende Sturmwelle auch spielen. Das ist jetzt ein Angriff für 3. Hat Combo. Und falls anschwellender Hieb der letzte Angriff in dieser Kampfkette war, kostet dies 1 weniger. Habe ich aber nicht. Ich habe ja den anschwellenden Hieb nicht. Und zusätzlich würde er plus 2 haben und die ganze Karte hat auch noch weitermachen. Ja, ich verstehe. Ich möchte mich dagegen mit 3 verteidigen. Mit 3 verteidigen, alles klar. Dann würde ich ganz gerne für 1 dasselbe nochmal tun, diesmal aber in Gelb. Dementsprechend ist das nur noch ein Angriff für 2. Ja, auch. Moment. Ich muss mir einmal meinen nächsten Zug überlegen, wie ich ihn gerne hätte. Vielleicht kann ich ihn so nicht mehr spielen, aber wer weiß. Das sind einfach 2 Schaden bisher. Deswegen würde ich mit nichts aus der Hand blocken. Ich habe keine Angriffsreaktion. Ich habe keine Verteidigungsreaktion. Gehst du auf 8? Okay. Mein Plan ist leider nicht aufgegangen. Weil ich hätte ganz gerne Katsus Fähigkeit für den ersten Angriff benutzt und hätte dann Doppelschlag abgeschmissen. Aber da ich dann im Anschluss keine Pitch-Value mehr habe, lasse ich das. Ich pitche Doppelschlag, habe noch 2 Ressourcen übrig und würde dich mit den harmonisierten Kodachi angreifen. Den einen Schaden würde ich tatsächlich nehmen. Und dann nochmal. Würde ich nochmal einen Schaden nehmen. Dann gehst du runter auf 6. Ich würde meinen Zug beenden. Wunderbar. Und du wärst auch schon dran. Verstehe. Ich möchte als allererstes die Erkundung der Umgebung spielen. Die besagt, ich betrachte die oberste Karte des Decks eines Zielhelden, ich nehme mich selber, und die nächste Angriff-Aktionskarte, die ich in diesem Zug aus dem Arsenal spiele, erhält plus 3 Angriff. Ich schaue mir die oberste Karte an. Verstehe. Dann das ist schlecht. Fällt mir gerade mal so auf. Das kann ich nicht machen. Das kann ich auch nicht machen. Ich fürchte, das war's. Oha! Ich habe nämlich keinen Pfeil. Sehr gut. Fällt mir gerade mal so auf. Sehr gut. Vielleicht hätte ich mir den Rettungsschuss nicht verteidigen sollen.
Eventuell. So im Nachhinein fällt einem das manchmal auf. Ja, tatsächlich kann ich damit gar nichts machen. Das ist natürlich extrem ärgerlich. Ich möchte aber trotzdem eine Karte ins Arsenal legen, verdeckt diesmal. Und ja, dann ziehe ich auf 4 auf. Meine Güte. Okay. Jetzt wird es witzig, glaube ich, denke ich. Oha, das klingt nicht gut für mich. Okay. Ich probiere einfach mal ein bisschen aus. Ich würde ganz gerne diese blaue Karte pitchen. Die hat leider nicht Kosten 0. Dementsprechend haben meine Kodachis aktuell nicht weitermachen. Aber ich würde ganz gerne die Maske der vielen Gesichter aktivieren. Und sagen, dass die nächste Karte, die ich spiele, oder Angriffsaktionskarte, um genau zu sein, einen gewissen Namen bekommt. Und zwar würde ich ganz gerne sagen, dass die folgende Karte heißt absteigende Sturmwelle. Oh nein. So, damit sind die kaputt. Und dann spiele ich mit dieser absteigenden Sturmwelle ins Gesicht. Für 3, sehe ich das richtig? Das ist ein Angriff für 3 mit weitermachen. Ich verstehe. Dann würde ich einmal die Rotschwanzbefiederung davor werfen, 2 davon blocken und einen noch nehmen. Okay, dann bekommst du 1. Theoretisch würde Katsu jetzt auslösen, das möchte ich aber nicht. So, wenn ich ja weitermachen habe, würde ich ganz gerne Bund der Ahnen spielen. Falls eine Karte mit Sturmwelle in ihrem Namen der letzte Angriff in dieser Kampfkette war, ich habe ja gesagt, die Karte heißt absteigende Sturmwelle, dementsprechend war sie das, kostet diese Karte 2 weniger, also kostet sie mich 0, hat weitermachen und wenn diese angreift, kannst du eine Karte mit Combo aus deinem Friedhof verbannen. Falls du dies tust, durchsuche dein Deck nach einer Karte mit demselben Namen, verbanne sie und mische danach. Du kannst sie in dieser Kampfkette spielen. So, dementsprechend, weil ich jetzt damit angreife, würde ich dann das Ganze auch gerne nutzen. Und ich würde ganz klar sagen, ich würde mal... schwierig. Ja, ich verbanne einfach mal diese absteigende Sturmwelle. Ja, dann werde ich mich verteidigen dagegen. Hoffentlich. Und zwar würde ich tatsächlich den Felsnadel-Präzisionsschuss davor werfen für 3. Okay. Und ich würde tatsächlich auch noch gerne die Helmzieher des Pfadfinders benutzen. Für dann insgesamt 4. Okay, ich habe keine Angriffsreaktion. Und dann darf ich mir die oberste Karte angucken, weil ich ja mit der Helmzieher des Pfadfinders verteidige. Denn wenn ich mit ihr verteidige, darf ich mir die oberste Karte des Decks eines Zielhelden angucken. Das ist mein eigenes. Interessant. Okay. Ich habe keine Angriffsreaktion, dementsprechend du vermutlich keine Verteidigungsreaktion. Nicht mehr. Trotzdem hat diese Karte natürlich weitermachen. Und jetzt würde ich ganz gerne als nächstes Sei wie Wasser spielen. Sei wie Wasser hat die Fähigkeit, wenn sie trifft, kann ich 1 bezahlen. Und falls ich das tue, bestimme ich entweder anschwellender Hieb, Doppeltornado oder Faust ins Gesicht. Und diese Karte wird dann zu dem Namen. Puh. Ja. Auch dagegen möchte ich mich tatsächlich verteidigen. Ärgerlich. Ja, was soll ich tun? Das nicht tun. Mit, muss ich kurz überlegen, der Falkenschwinge für 3. Okay. Dementsprechend kommt ihr Effekt leider nicht. Und ich kann nicht sagen, dass sie anschwellender Hieb heißt. Nichtsdestotrotz darf ich trotzdem diese Karte spielen, die ich ja eben rausgesucht habe. Absteigende Sturmwelle. Falls anschwellender Hieb nämlich der letzte Angriff in dieser Kampfkette gewesen wäre, hätte sie mich nichts gekostet und plus 2 bekommen. So hat sie nur einen Angriff für 3 mit weitermachen. Ja, lass mich kurz überlegen. Nee, die 3 nehme ich. Die 3 nimmt er. Möchte ich für 1 nochmal Kodachis benutzen. Wenn du schon auf 2 Lebenspunkte runtergegangen bist, dann... Warum nicht? Ich werfe mal die Beinschienen davor. Ja.
Okay, dann bekommst du keinen Schaden davon. Toll. Ärgerlich. 16-2, mein lieber Valentin. 16-2. Ja, ich habe viele Fehler mit diesem Deck gemacht. Das muss ich einfach sagen. Ich ziehe mal 4, dann darfst du. Ja, als allererstes benutze ich den Effekt von Azalea. Lege eine Karte aus meinem Arsenal und habe mein Deck. Okay. Ja. Und lege eine Karte aufgedeckt ins Arsenal. Den verdorrenen Schuss, der bekommt jetzt Dominieren. Was macht er? Falls er eine Peilungsmarke hat, hat es plus ein Angriff. Das klingt doch nach einem guten Investment. Deswegen lege ich eine Peilungsmarke drauf. Das ist jetzt, weiß ich nicht, das hier. Mhm. Oder ich mache es so, um auch zu zeigen, dass er auch noch Dominieren hat. Und wir können noch zum Beispiel auch hier. Ach, ja. Oh, ja. Schmeiße weg. Genau. Aber wir haben genug, wir haben genug. Ja, oder so. So, dann nehmen wir natürlich auch, ich wollte sagen, zwei unterschiedliche, aber... Aber wir haben nur rote. Wir haben leider nur rote, ja. Das ist in Ordnung, jetzt weiß ich ja, dass er zwei Marken drauf hat. Mhm. So, ich glaube, weißt du was? Ich habe so das Gefühl, dass ich ein bisschen hoch pokern muss gerade. Deswegen würde ich als Aktion den Armschutz der Zuversicht zerstören. Das ist ganz schön zuversichtlich von dir. Richtig. Dann decke ich die oberste Karte auf und der nächste Angriff bekommt plus X Angriff, wobei X gleich 3 minus dem Pitch Value der jetzt aufgedeckten Karte ist. Blau. Wow. Sie ist tatsächlich blau. Ich habe geraten, welche Karte es ist. Und warte, tue ich sie danach einfach wieder oben auf mein Deck? Ja. Dann weißt du wenigstens, was du durchziehst. Das ist jetzt besonders hilfreich. Mhm. Ja, dann benutze ich einen Pitch Value, um diesen verdorrenen Schuss auch auf dich abzuschießen. Der greift für 6 an und hat Dominieren. Und ich würde was bekommen, wenn... Einen Gebrechlichkeitsspielstein. Der besagt, deine Waffenangriffe und Angriffaktionskarten, die du aus dem Arsenal spielst, haben minus 1 Angriff. Hm. Das ist sehr hilfreich. Das ist sogar tatsächlich hilfreich. Ich bin trotzdem gierig. Die nehme ich, die 6. Einfach 6. Gehe ich auf 10. Ich habe ja immer noch 5-mal so viel Leben wie du. Das ist leider richtig. Da mache ich auch wenig gegen. Ja, ein Pitch Value verfällt leider. Und das war's. Ja. Ziehe auch dann 4 Karten auf. Achso, und die natürlich eigentlich zuerst unter das Deck, aber naja. Eieiei. Das, ich hätte mein Deck besser mischen sollen, wo ich die Karten hier gerade so sehe. Naja. Immerhin kommen jetzt nicht mehr diese furchtbaren Kodachi. Aber meine Faust in dein Gesicht. Angriff für 3 mit weitermachen. Angriff für 3 mit weitermachen. Dann verteidige ich doch dagegen mit der Falkenschwinge. Für 3. Okay. Dann würde ich als nächstes ganz gerne... Achso, warte, sind es nicht... Nee, aus dem Arsenal. Nur aus dem Arsenal. Entschuldigung. Nur aus dem Arsenal. Alles gut, alles gut, alles gut. Würde ich ganz gerne... Sei wie Wasser pitchen. Für insgesamt 3 Pitch-Value. 2 davon benutze ich, um anschwellender Hieb zu spielen. Angriff für 4 mit weitermachen. Angriff für 4 mit weitermachen. Da muss ich ja tatsächlich was gegen tun. Also verteidige ich mal für 3 und nehme einen Schadenspunkt. Okay, jetzt hat tatsächlich das erste Mal eine Angriffsaktionskarte in diesem Zug getroffen. Dementsprechend löst Katsu aus und damit wir das auch mal gemacht haben, tue ich das. Ich werfe eine Karte mit Kosten 0 ab und darf jetzt mein Deck nach einer Karte mit Combo durchsuchen. Sie verbannen, danach mein Deck mischen. Und die Karte, die ich gesucht habe, darf ich in diesem Zug spielen. Ja, mir schwant Übles. So. Was ist jetzt sinnvoller? Ich glaube, das ist sinnvoller. Genau. Ich finde einfach mal überschüttende Sturmwelle. Die hat Combo und besagt, es kostet 0. Falls anschwellender Hieb,
der letzte Angriff in dieser Kampfkette war. Hat überschüttende Sturmwelle plus einen Angriff. Weitermachen und wenn dies trifft, ziehe eine Karte. Ich glaube nicht, dass ich dazu komme, zu treffen, aber es ist ein Angriff für 4. Ja, so leid mir das tut. Ich wünschte, es wäre anders, aber ich muss mich 2 Karten dagegen verteidigen, da ich sonst verloren habe. Du blockst für 5. Richtig. Ah, ärgerlich. Ich könnte nämlich einer Angriffsaktion Karte plus einen Angriff geben, aber leider blockst du für zu viel. Gut, dann ist der ausgeblockt und für 1 greife ich noch mit meinen Kodachis an. Die das bekommen aber minus 1. Die haben ja 0. Aber ich wollte meine Pitch-Value nicht verfallen lassen. Du bist zu gebrechlich, um mit ihnen erfolgreich anzugreifen. Korrekt. In diesem Zug. Das ist richtig. Aber dafür hast du keine Handkarten mehr. Ja, und ich kann auch tatsächlich nichts machen. Ich könnte den abgetragenen Waffenrock theoretisch auslösen, aber für was? Ich habe nichts, was mir irgendwas bringen könnte. Insofern beende ich meinen Zug und ziehe auf 4 Karten auf. Es sieht so sehr schlecht aus. Du hast 10-mal so viel Leben wie ich. Mit deinen 10 Lebenspunkten. Und du hast 4 Handkarten. Du aber auch. Aber du bist dran. Na gut, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich fange mal an mit bedrängender Stoß zu pitchen. Für 3. Und dann würde ich ganz gerne 2 davon nutzen. Für einen Anschwellenhieb Angriff für 5. So, um die Kampfmanschetten auszulösen, musst du 2 bezahlen? Oder, korrekt. Du hast ja nur einen. Poker korrekt. Ich? Komm, wir pokern auf... ich meine, du hast noch Handkarten und könntest es damit beenden. Das ist natürlich die nächste Sache, die ein bisschen schmerzhaft ist. Und du hast noch die Kodachi. Eieiei. Ich fürchte, so oder so geht es ganz, ganz stark dem Ende zu. Ganz eventuell. Ich verteidige mal für 6. Okay. Dann für 0 würde ich ganz gerne mit überschüttende Sturmwelle angreifen, weil anschwellender Hieb der letzte war, bekommt er plus 1, weitermachen und wenn er trifft, ziehe ich eine Karte. Ja, ich habe so oder so verloren, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht. Ja, folgendes für die Zuschauer zu Hause. Warum habe ich verloren? Ich habe 2 Handkarten. Ich könnte jetzt diese Karte für 3 blocken. Ne, mit einer Karte. Ich zeige sie mal euch. Sie hat 3 Verteidigungen. Dann könnte er seine Handkarte nehmen, pitchen, seine Kampfmanschetten zerstören, ihr einen Angriff mehr geben. Das würde reichen, um mich zu töten. Das ist ein 4er-Angriff. Ach, es ist jetzt schon ein 4er-Angriff? Ja, weil anschwellender Hieb ach so. Der letzte war. Sorry. Dann ist es sowieso vorbei, weil ich mit 2 Karten dagegen verteidigen muss. Dann habe ich keine Handkarten mehr. Er hat noch einen Pitch-Value und er hat noch seine Waffen. Und noch eine Handkarte. Eine Karte auf der Hand. Ich verteidige mit 2 Handkarten. Okay. Weil ich es kann, würde ich nämlich Bund der Ahnen spielen, weil etwas mit Sturmwelle im Namen davor war. Bestimmt. Ist dieser Spruch gratis und das ist nochmal ein Angriff für 4. Ja, ich kann. Und ich darf noch was raussuchen. Nichts dagegen tun. ja, das war. So wird man überrollt. Beziehungsweise so spielt man, wenn man ein komplexes Deck spielt und keine Ahnung hat, wie es funktioniert. Ich hätte mich vorbereiten sollen. Und tatsächlich muss man auch gestehen, ich habe jetzt gerade am Ende, die letzten beiden Züge waren richtig gut. Ihr habt ja gesehen, Katsu ist halt dieser Combo-Ninja, der möchte ganz viele aneinander oder Angriffe aneinanderketten, die miteinander zu tun haben. Jetzt also sieht man zum Beispiel hier, die sich alle gegenseitig verstärken, darum auch seine Fähigkeit. Das konnte ich die letzten beiden Züge tatsächlich sehr, 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 sehr gut machen. Ja. Und bei mir ist es natürlich unter anderem daran gescheitert, dass ich in letzter Zeit sehr viel Warrior gespielt habe, also Krieger. Und die können eigentlich immer irgendwas machen mit ihren Waffen. Ranger brauchen dafür Pfeile. Die können leider mit ihren Bögen nicht einfach zuhauen. Schade. Dabei sieht gerade der so aus, als ob das ginge. Ja. Naja. Ich finde auch, es könnte von mir aus einen Bogen geben, der einfach für 1 angreift und das kostet 3. Zum Beispiel. Ne, damit man halt nicht als Ranger irgendwann in der Bredouille ist, gar nicht mehr angreifen zu können. Aber hey, trotzdem würde ich dafür sagen, ich habe, glaube ich, noch nie Ranger gespielt hier vor und habe extrem viel gelernt, schon aus einem Spiel raus. Also das kann ich dann tatsächlich trotzdem doch empfehlen. Also falls ihr euch mit einem Kollegen diese Blitzdecks zulegt, spielt mehr als eine Runde, dann werdet ihr damit, glaube ich, viel Spaß haben. Und tauscht auch mal die Decks durch. Einfach, das ist richtig. Um alles mal auszuprobieren. Das machen wir. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß, ihr konntet ein bisschen was lernen. Hoffentlich. Und du hast auf jeden Fall gelernt. Das ich hatte auf jeden Fall Spaß. Von daher
Ja, ist alles, haben wir alles abgedeckt. Ist so perfekt. So. Ich hatte tatsächlich trotzdem auch Spaß, weil es manchmal Spaß macht, in schwierigen Situationen zu gucken, ja, ob man sich daraus wieseln kann. Gut, dann war es das auch tatsächlich schon für heute von uns. Genau. Nicht vergessen, Gewinnspiel, nehmt dran teil, viel Erfolg dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.